Hallo, ich bin Jens Geier. Herzlich willkommen zu meinem Videopodcast. Heute geht es mal wieder um den Brexit. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Podcasts ich dazu schon gemacht habe. Wir erinnern uns, am 31. Januar hat Großbritannien die Europäische Union verlassen. Zum 1. Februar ist damit das Austrittsabkommen in Kraft getreten. Das ist das, was das britische Parlament vorher zigmal abgelehnt hat, weil sie sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnten. In diesem Austrittsabkommen wurde zum Beispiel geklärt, welche Rechte EU-Bürgerinnen und Bürger und die Britinnen und Briten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals haben werden, wie viel Geld Großbritannien noch an die EU zahlen muss und wie man mit der britisch-irischen Grenze umgeht, die ja durch den Brexit plötzlich zu einer Außengrenze der Europäischen Union geworden ist. Nicht geklärt wurde, wie Großbritannien und die EU langfristig miteinander umgehen wollen. Dafür wurde in dem Austrittsabkommen eine Übergangszeit vereinbart, in der genau das verhandelt werden soll. In dieser Übergangsphase befinden wir uns gerade. Die läuft noch bis zum 31. Dezember. Die EU hat Großbritannien ein sehr weitreichendes Angebot gemacht. Diese Bedingungen hat bisher noch kein Drittland geboten bekommen. Es beinhaltet den Verzicht auf Einfuhrquoten und bietet Großbritannien zollfreien Zugang zum Binnenmarkt. Dafür verlangt die EU, dass sich Großbritannien an faire Wettbewerbsregeln hält und auf Dumpingmethoden verzichtet. Im Klartext, wenn die Britinnen und Briten am Binnenmarkt teilnehmen wollen, dann dürfen sie britische Unternehmen nicht mit Subventionen pushen oder Umwelt- und Sozialstandards absenken. Und genau das ist der Knackpunkt. Denn Großbritannien möchte Wettbewerbsregeln generell nicht akzeptieren. Das heißt, die Briten wollen alle Vorteile des Binnenmarkts ohne Gegenleistung. Das ist geradezu irrwitzig und nicht zu rechtfertigen. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, nämlich an der Frage der Lkw-Transporte. Großbritannien will die gleichen Rechte für britische Transporteure in der EU, wie sie auch die Transporteure hier in Europa haben. Das heißt, die Anerkennung ihrer Transportgenehmigungen und das volle Recht, bei Fahrten durch die EU Lasten abzuladen und neue Ladungen aufzunehmen. Aber die Regeln, die für die EU-Transporteure gelten, wie zum Beispiel die Pflicht zur Nutzung von Fahrtenschreibern, wollen sie sich nicht halten. In der EU leben rund 1 Million Menschen vom Transportgewerbe und die würden die Zeche zahlen, wenn wir die Vorschläge von Boris Johnson so akzeptieren. Umgekehrt gibt es wenig, was die EU von Großbritannien will. Aber das, was wir wollen, sind zum Beispiel Fischereirechte. Denn europäische Fischer, auch Deutsche, sind auch in Zukunft darauf angewiesen, in britischen Hoheitsgewässern zu fischen. Deshalb möchte die EU dauerhafte, feste Fangquoten festlegen. Das will Boris Johnson nicht. Er möchte die jedes Jahr neu verhandeln, unter der Maßgabe, britische Fanggründe zuerst und vor allem für britische Fischer. Aber der Stillstand bei den Verhandlungen hängt nicht nur an den Inhalten, sondern auch an den unterschiedlichen Grundpositionen. Die EU möchte zuerst die Kernprobleme lösen, bevor wir uns Einzelfragen und Nebenproblemen zuwenden. Die Briten wollen zuerst einzelne Detailfragen klären, um dann zu sagen, schaut mal, in der Mehrheit der Fragen sind wir doch jetzt einig, der Rest ist doch jetzt eigentlich Nebensache. Das wird aber nicht funktionieren. Bevor sich die Briten nicht mit fairen Wettbewerbsregeln und einem neuen Fischereiabkommen einverstanden erklären, brauchen wir über den Kleinkram gar nicht erst zu reden. So ist der Stand der Dinge. Und die Zeit drängt, denn das Abkommen muss vor Inkrafttreten in den verschiedenen EU-Staaten von den Parlamenten angenommen werden, in die Sprachen übersetzt werden und nicht zuletzt auch vom Europäischen Parlament akzeptiert werden. Und zusätzlich natürlich vom britischen Parlament. Wenn das rechtzeitig vor Jahresende passieren soll, dann muss es bis Mitte Oktober einen fertigen Text geben. Das ist sportlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der Austrittsvertrag bietet zwar die Möglichkeit, den Übergang einmalig um 1 oder 2 Jahre zu verlängern, aber das hat Boris Johnson immer wieder ausgeschlossen. Gibt es also bis Mitte Oktober keinen Text als Grundlage eines Abkommens, dann handeln EU und Großbritannien ab Januar nach den Regeln der Welthandelsorganisation.
Das ist dann der harte Brexit. Großbritannien hat sich dann von einem EU-Mitglied in einen x-beliebigen Drittstaat verwandelt. Es gibt Zölle und nicht zu knapp und Grenzkontrollen mit Wartezeiten für Waren und Personen. Das ist teuer, für alle, aber am meisten für die Britinnen und Briten. Vielen Dank für Ihr Interesse.